Joints for no man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that style jack, put them in pocket like a sack. Hey Freunde, heute möchte ich euch das Spiel Dauntless vorstellen. Ihr werdet, während ich hier vor mich hinquatsche, im Hintergrund ein paar Gameplay-Aufnahmen des Spiels sehen. Vorab möchte ich aber noch ganz kurz anmerken, das Ganze ist meine Meinung und ich werde dafür natürlich nicht bezahlt. Zudem ist es vielleicht auch noch gut zu wissen, dass das Spiel zurzeit noch in einer Alpha-Phase ist und sich somit noch sehr ändern wird. Dauntless ist ein Koop-Action-RPG, welches 2017 noch für den PC komplett Free-to-Play erscheinen wird. Konsolen wurden noch nicht angekündigt, da sich das Entwicklerteam erstmal komplett auf den PC-Release fokussieren möchte. In Dauntless könnt ihr eine zerschmetterte Welt erkunden, mächtige Waffen herstellen und blutrünstige Monster in einer Gruppe von bis zu 4 Leuten jagen. Das Ganze erinnert natürlich sehr stark an Monster Hunter und das ist auch kein Wunder, da Monster Hunter das Lieblingsspiel der Entwickler ist, neben Rocket League. Und findet da mal den Zusammenhang, ich finde ihn nämlich nicht. Zurzeit wissen wir von 4 angekündigten und bereits vollendeten sogenannten Behemoth. Diese müssen wir jagen und zur Strecke bringen. Diese Behemoth, die wir bis jetzt kennen, sind Embermane, das Monster, das aus dem Schatten entstand, Pangar, das Monster aus dem Norden, Shrike, eine Mischung aus Bär und Eule, zu dem wir jedoch noch nicht wirklich eine Story kennen, und zu guter Letzt Drask, eine Art Blitzplasma-Echse. Zudem wird es die Behemoth Shroud und Gnasher geben, über diese wissen wir jedoch zurzeit absolut nichts, von daher. Jeder dieser Behemoth hat verschiedene Attacken, verschiedene Schwachpunkte und reagiert verschieden auf Angreifer. Sie ziehen ihre Macht aus dem mächtigen Äther, wodurch sie langsam die Welt verschlingen. Unsere Aufgabe ist es, dies zu verhindern. In der Stadt Ramsgate, welche kurz vor dem Schlachtfeld liegt, wird unsere Reise beginnen. Hier treffen wir uns mit unseren Freunden sowie mit Fremden. In dieser letzten Zitadelle des Friedens können wir Waffen schmieden, Rüstungen anfertigen oder gesammelte Materialien gegen Bares tauschen. Nun aber endlich zu den wichtigsten Gameplay-Elementen, und zwar dem Kampf. Wie bereits erwähnt, können wir unsere eigenen Waffen und Rüstungen schmieden. Die Materialien dafür sammeln wir meist während der Jagd. Jedoch können wir auch, wenn wir das natürlich wollen, einfach in die Spielwelt und dort Materialien sammeln. In der Stadt können wir dann zum Beispiel Waffen herstellen. Die zurzeit bekannten Waffen sind ein Großschwert, eine Axt, ein Hammer, in der eine Art Shotgun eingebaut ist, total geil, und Chainblades. Über die Chainblades wissen wir jedoch zurzeit noch nicht allzu viel. Eine Fernkampfwaffe wird es zu Release auch geben. Mit diesen Waffen treten wir dann in pixelperfekten Kampf gegen die Monster an. Fokussieren wir lange genug die Schwachstelle des Monsters, kann es gut und gerne mal passieren, dass diese abfällt. Das arme Vieh. Einige Waffen können auch aufgeladen werden, um noch stärkere Schläge zu verpassen. Jedoch muss man bedenken, dass man während dem Aufladen ziemlich schnell verwundet werden kann. Das alles und viel mehr erwartet euch in Dauntless. Ich bin super hyped auf das Spiel. Zurzeit kann man hier sogar Founder Packs kaufen, welche es einem erlauben, in die Beta oder sogar in die Alpha zu kommen. Jedoch rate ich von dem Kauf von Founder Packs meist ab. Falls euch das Video gefallen hat und ihr Interesse an noch einem Video habt, in dem ich dann alle Daten, die wir bis jetzt wissen, einbringen werde, dann lasst doch bitte einen Daumen da und stellt Fragen dazu in den Kommentaren. Das war's dann auch schon und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.